Do I look drunk, mother? And next time you stop on me like that, I'll beat your... Don't touch me. No, I got it all on camera, cuz. All on camera, mother... No, I didn't. I put my blinker on. No, you didn't. I did. I'm sure I did. Willkommen zurück auf dem Motowelt-Kanal. Für heute haben wir euch viele spannende Situationen vorbereitet, also verlieren wir keine Zeit und starten direkt mit der ersten. Ein Motorradfahrer ist aus unbekannten Gründen an diesem Autofahrer vorbeigefahren und hat dessen Seitenspiegel gestreift. Wirklich unklar, was der Grund dafür war, aber das, was der Autofahrer danach gemacht hat, ist wirklich unglaublich. Schauen wir an, was passiert ist. Der Autofahrer hat absichtlich abrupt in einer Kurve gebremst, sodass der Motorradfahrer nicht rechtzeitig reagieren konnte und fast in ihn hineingefahren wäre. Das hat den Motorradfahrer verständlicherweise sehr verärgert. Schauen wir an, wie der Motorradfahrer darauf reagiert hat. Piece of shit. Put your window down. Put it down. Look at this. Put it down. Put it down. You. What the wrong with you? What the? That's my life. You. You. Eine weitere sehr interessante Situation wurde von diesem Motorradfahrer aufgezeichnet. Schauen wir uns an, was passiert ist, und hören Sie genau hin, was die junge Dame gesagt hat. Yeah, man. Did I see my blinker? Are you okay? Yeah. Okay, good. Yeah. You didn't see me? You came out of nowhere. I saw you. You came out of nowhere. No, I didn't. I put my blinker on. No, you didn't. Yes, I did. I'm sure I did. Did you see my blinker? Die ganze Zeit behauptete sie, dass sie beim Abbiegen den Blinker gesetzt habe, obwohl man deutlich sehen kann, dass sie das nicht getan hat. Ja. My car is all right. Are your car's all right? I'm fine. That's why I think I see a blinker. I was slowing down too. My car's got a little damage on it, but it's already got damage that was not caused today. Well, I'm glad everyone's okay. He tried to. I noticed. I saw you stop there. Yeah. And was your car stalled? Broke down? No. In dieser Situation bog der Autofahrer wirklich ohne jeden Grund nach links ab, um den Motorradfahrer daran zu hindern, seine Fahrt fortzusetzen. Das hat den Motorradfahrer natürlich sehr verärgert und in diesem Moment begann ein Streit zwischen den beiden. Schauen wir an, wie das Ganze endete. Thumbs down, my... Let's see it, baby! I can't hear you!
Probably gotta get back to work, don't you, guy? Come on. Come on. You got a problem? The way you're driving. You got a problem? The way you're driving. How about you take your ass out of here and drive normal? You. Are you fucking you? Are you drunk? You. Do I look drunk, mother? And next time you stop on me like that, I'll beat your. You got a. Don't touch me. No. I got it all on camera, cause. All on camera, mother. You didn't slam on the brakes? You didn't. Cut me off when I was trying to pull up to you? Dog, it's all on camera, cuz. You drive is on camera. Don't you piece of. What was this? Was it? Were you showing your size on my wheelies? Right, cuz I don't have a lot of room to run. I don't want to hit your STI. You get. You got a lot of talking that car, man. You got a lot of talking that car. You had a lot of talking that car. Hey. Hey, what's up? Hit me. I said you're gonna hit somebody. Oh, okay. You don't know how to drive this thing. You probably just Der Autofahrer behauptete die ganze Zeit, dass der Motorradfahrer nicht fahren könne, was diesen natürlich noch mehr verärgerte. Er hielt sein Motorrad an, nahm die Schlüssel heraus und sehen Sie, wie er reagierte. What's up? Wheel it right now. Wheel it right now. Give me your camera and a helmet. It's right here. There's a camera right on the front. Go ahead. Wheel it. You break it, you bought it, mother. There's a camera right there on the front. There's a camera right here. Go ahead and get it. Go ahead and get it, son. Yeah, I got work. Yeah, that's what I thought. Yeah, you're a dog. I don't drink. All right? I'm a type 1 diabetic and a disabled veteran, you. Hey, you're gonna be on YouTube next week. Er gab ihm die Schlüssel seines Motorrads, um zu zeigen, was er kann. Der Autofahrer gab sie jedoch sofort zurück, da er vermutlich nicht einmal wüsste, wie man das Motorrad startet. All right, right. Keep talking. You're making yourself look bad. Diese junge Dame fuhr quer über die gesamte Straße, was auf der Video deutlich zu sehen ist. Der Motorradfahrer wollte natürlich sofort mit ihr klären, warum sie so gefahren ist. Hey, are you okay? You're going all over the road there. What's going on? I had dropped my phone. You dropped your phone and you're all over the place like that? Are you kidding me? You almost hit me dead on over there. I'm so sorry. I'm scared to disturb ourselves at this. Oh my God. You're still doing it after this, though. No, I'll take your word for it, but good Lord, you almost hit me, and then after I'm behind you, you're going all over the place there. Well, no, don't touch me. Just go do what you got to do. It's not that important. What? And so you're going to hug me and forgive me, so if you would kill me, you would have just hugged me. No way. All right, well then don't. Just go. Yeah. Auf die Frage des Motorradfahrers, warum sie so gefahren sei, antwortete sie, dass ihr das Handy heruntergefallen sei und sie es aufheben wollte, wodurch sie kurz die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Eine wirklich fragwürdige Ausrede, die den Motorradfahrer in große Gefahr hätte bringen können. Fahren Sie vorsichtig und versuchen Sie, Ihr Handy während der Fahrt beiseite zu legen, wenn es irgendwie möglich ist. Jede Sekunde zählt. Das war es für heute. Danke, dass Sie die Episode angesehen haben. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Episode gefallen hat. Wenn Ihnen ein bestimmtes Detail besonders gefallen hat und Sie Ihre Meinung dazu äußern möchten, hinterlassen Sie bitte Ihren Kommentar, liken Sie das Video und abonnieren Sie den Kanal, damit Sie keine zukünftigen Episoden verpassen. Im Anhang finden Sie ein paar weitere Episoden. Viel Spaß dabei! Ihr Motowelt.